Einen wunderschönen guten Abend bei einer weiteren Live-Diskussion vom Standard. Ich freue mich, Sie hier wieder begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Max Deschanz und wir werden heute wieder zu einem Thema diskutieren bzw. sprechen. Zu einem Thema, das in letzter Zeit immer mehr Aufmerksamkeit bekommen hat, sowohl medial als auch in den Spitälern und Arztpraxen. Wir reden heute über Long-Covid, sprich Langzeitfolgen, mit denen Patientinnen und Patienten nach einer Covid-19-Infektion zu kämpfen haben. Was ist das genau? Wie wird es diagnostiziert? Wie äußert sich Long-Covid und was wissen wir eigentlich darüber? Dementsprechend haben wir heute Ärztinnen und Ärzte und Betroffene zum Gespräch eingeladen, die ich jetzt bei mir begrüßen darf. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und heute mit uns hier sprechen. Sonst ist auch hier noch live in der Diskussion mit dabei, aber wird wortkarg bleiben, Andreas Müller. Er kümmert sich um die Regie und die Technik und Olivera Stajic. Sie tickert nebenbei live auf der Standard.at. Liebe Standard-Community, wenn Sie Fragen an unsere Gesprächsteilnehmerinnen und Teilnehmer haben, bitte posten Sie ins Standard-Forum. Wir werden versuchen, so viele Fragen wie möglich hier zu beantworten. Und jetzt würde ich auch schon direkt in Medias Res gehen und die erste Frage an Herrn Volker Strenger stellen. Was ist denn eigentlich genau Long-Covid, beziehungsweise was versteht man unter Long-Covid für alle, die da mit diesem Begriff nichts anfangen können? Ja, ich darf, wie vorher ausgemacht, kurz auch vorstellen vor der ersten Wortmeldung. Mein Name ist Volker Strenger. Ich bin Facharzt für Kinderheilkunde und spezialisiert auf Kinderinfektiologie an der Medizinischen Universität Graz und von der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde der Leiter der Arbeitsgruppe Infektiologie und deswegen auch mit Coronavirus-Infektion und vor allem Coronavirus-Infektion bei Kindern befasst seit über einem Jahr eben. Ja, die Frage, was Long-Covid ist, das ist eine gar nicht so einfach zu beantwortende oder einerseits ganz einfach zu beantwortende Frage, weil es eine relativ einfache Definition gibt, aber andererseits dann sehr unterschiedliche Dinge, die das zusammenfasst. Die Definition wäre, dass wenn nach 4 Wochen nach einer Corona-Infektion länger als 4 Wochen Symptome bestehen, dann wäre das ongoing, also fortschreitend oder länger dauerndes Covid. Und wenn es nach 3 Monaten immer noch besteht, ist es eigentlich ein Post-Covid-Syndrom. Und das beides zusammengefasst, das ist jetzt die häufigste Definition, wäre dann Long-Covid. Das ist aber, wie man schon sieht, sehr unterschiedlich, weil natürlich nach 5 Wochen oder in der 5. Woche ist das teilweise ganz was anderes, als wenn es 3, 4, 5, 6 Monate dauert. Das heißt, dieses Long-Covid ist eine sehr breite Definition, muss man sagen, von verschiedenen Zuständen, die nach einer Coronavirus-Infektion bestehen bleiben können oder teilweise auch erst auftreten. Und das sind natürlich Dinge, die man davon eigentlich etwas abgrenzen müsste. Das sind so Dinge wie, wenn ein Patient 2, 3 Wochen auf der Intensivstation intubiert und beatmet war, hat man natürlich dann mehrere Wochen danach noch Symptome, Probleme. Das ist dann unabhängig von Corona eigentlich, sondern es wäre bei jeder anderen schweren Erkrankung, wo man auf der Intensivstation länger gelegen ist, auch. Und dann gibt es aber doch so spezifische Dinge, die typischerweise bei Corona anscheinend auftreten, wie zum Beispiel diese Geruchs- und Geschmacksstörungen, die natürlich lang anhalten können, aber auch so Dinge, und das ist das, was oft dann als das typische Long-Covid bezeichnet wird, dieses so eine Art Fatigue-Syndrom, also so ein Müdigkeits-Erschöpfungssyndrom, wo die Personen kaum belastbar sind, teilweise sogar Fieberschübe haben durch Belastung, aber manche haben einfach nur länger noch Hustenreiz im milderen Fall, aber teilweise ist es wirklich so, dass die Menschen kaum ihren Alltag meistern können, weil sie eben so müde und so wenig belastbar sind. Teilweise sind es auch psychologische, emotionale, psychische Probleme, die auftreten können. Das heißt, ein ganz buntes Bild, und das macht das Ganze ein bisschen schwieriger, auch wenn man darüber redet, wie häufig das ist zum Beispiel. Es gibt da nicht gute Studien wirklich, die das sagen können, und vor allem darf man nicht diese unterschiedlichen Dinge in einen Topf werfen eigentlich, was aber der Ausdruck Long-Covid eigentlich macht. Das heißt, ein riesiges Potpourri, ein riesiger Pool eigentlich an verschiedenen Diagnosen, an verschiedenen Ausdrücken, Post-Covid-Syndrom, Long-Covid. Herr Stinge, ich hätte auch gleich eine Frage an Sie gestellt, aber bitte sehr, was ist denn, was möchten Sie da dazu beitragen? Schönen Abend nochmal, mein Name ist Michael Stinge, ich bin Neurologe in Wien. Ich beschäftige mich schon sehr lange mit Formen der postviralen Fatigue, mit den chronischen Formen ME/CFS, dem Chronic Fatigue Syndrome. Und insofern war Long-Covid dann einfach genau das Thema, was von Anfang an in meiner Ordination dann auch präsent war, seit dem letzten Sommer im Prinzip. Ich sehe das genauso, was die Definition betrifft, die ist sehr unscharf, die ist
beinhaltet einfach zu viele unterschiedliche Dinge. Für mich in meinem Sprachgebrauch ist Long-Covid genau das, was ich von anderen Formen der postviralen Fatigue auch kenne, eben diese massive körperliche Erschöpfbarkeit, begleitet von einem sehr typischen Merkmal einer sogenannten Post-Exertional Malaise, also einer Verschlechterung des Zustandes nach Überanstrengung, sowohl kognitiv als auch physisch. Und sehr vordergründig jetzt auch bei Long-Covid, eine Fehlfunktion vom autonomen Nervensystem. Die Leute haben im Großen und Ganzen eigentlich fast alle, die ich sehe, die ich als Long-Covid bezeichnen würde, Probleme mit der Kreislaufregulation, was sich halt natürlich dann in Benommenheit, Schwummrigkeit, Schwindel und massiv eingeschränkte Belastbarkeit mit Pulsspitzen äußert. Wenn man mich fragen würde, das ist Long-Covid, diese ganzen Organschäden sind anders zu behandeln, funktionieren auch rehabilitativ komplett anders als das, was man da macht, weil da ist das wichtigste Pacing, nämlich Aktivität in dem Rahmen, wo es nicht zu einer Verschlechterung kommt. Und das ist ein bisschen gegenintuitiv zu dem, was man normalerweise in der Rehabilitation von beispielsweise lungenkranken Menschen machen würde. Bitte, Frau Preller. Was ich noch gerne dazu sagen würde, vor allem wenn wir reden von Long-Covid, wann fängt es an? Wir haben diese Definitionen, da muss man sagen, auch diese Definitionen für den Zeitrahmen sind leider sehr eingeschränkt, weil es gibt auch sehr viele Leute, die asymptomatisch oder nur sehr milde Symptomatik haben, nur für ein paar Tage, wobei es aber in einer oder zwei Wochen dann übergeht in Long-Covid. Und die Symptome von Long-Covid sind definitiv sehr unterschiedlich zu dem akuten Erkranken. Es gibt auch Leute, so wie ich, die zwischen akuter Phase von der Erkrankung und Long-Covid 3,5 Monate gesund waren. Und deswegen, ich verstehe, und es ist sehr klar, dass wir eine Definition machen müssen und irgendwo versuchen müssen, das abzugrenzen. Aber es gibt immer auch Ausnahmen. Das war ein wichtiger Punkt für mich. Danke, Frau Peller. Herr Strenger, was haben Sie dazu beizutragen? Ich möchte das eben unterstreichen, was ich auch anfangs schon angedeutet habe, dass das eben diese Definition, die finde ich selber auch nicht gut, weil es eben zu breit ist und man das, glaube ich, in der nächsten Zeit sich irgendwie herauskristallisieren muss, was wirklich Long-Covid ist und dass das natürlich, sagt ja auch die Definition nicht, dass es aus dem Covid herausgehen muss, sondern natürlich auch Symptome sein können, die danach auftreten, was bei diesen Fatigue-Syndromen ja typischerweise auch eher so ist. Also ich glaube, die Definition ist schwierig und sicher noch nicht endgültig. Ich glaube, da wird man sicher noch das besser definieren müssen und verschiedene Krankheitsbilder abgrenzen müssen voneinander. Ich höre hier raus, eben ein irrsinnig komplexes Krankheitsbild. Wie will man das diagnostizieren? Frau Ellert, Sie haben Ihre Hand gehoben und das passt auch sehr gut. Nämlich aus dem Forum haben wir einen Kommentar bekommen. Es ist höchste Zeit, dass Long-Covid endlich ernst genommen wird. Als Betroffener kann man sich 2020 wie ein Simulant vor. So eine Stimmung eine Stimme aus dem Forum. Ich wollte Sie fragen, Frau Ellert, als Betroffene, was haben Sie für Erfahrungen mit Long-Covid oder Post-Covid-Syndrom oder wie man das auch immer bezeichnen möchte, gemacht? Ja, schönen guten Abend. Ich bin ja so ein bisschen beides, Betroffene und Ärztin. Bin selbst im November erkrankt und bin in der Gefäßchirurgie tätig gewesen oder bin das noch und habe daher einen Bezug so ein bisschen zu dem Krankheitsbild auch. Als Mediziner findet man sich da natürlich relativ gut ein und kann Studien lesen und weiß, womit man es zu tun hat. Ich glaube, das, was Laien sonst passiert als Betroffenen, dass sie hilflos sind und keinen Ansprechpartner findet, der sie versteht, das Problem hat man als Mediziner nicht so ganz. Also da kann man die eigene Symptomatik schon ganz gut einordnen. Ich habe ja aber jetzt angefangen, Patienten zu sehen im Rahmen von einem Reha-Sportangebot. Und da fällt halt genau das auf, dass einerseits die Betroffenen gar nicht wissen, womit sie es eigentlich zu tun haben, was eigentlich abgeht, warum es ihnen so schlecht geht. Und die andererseits aber auch keinen Ansprechpartner finden, weder im familiären Umfeld noch beim Arbeitgeber, bei Kollegen oder auch bei niedergelassenen Ärzten, sondern die wären eigentlich gerne, ich würde sagen, abgetan. Ach, du hast doch nichts, das wird schon wieder und wart mal ab.
Ja, ich glaube, das ist ein ganz großes Problem und das war auch mein Ansatz jetzt, ein Angebot im Rahmen vom Reha-Sport zu schaffen, dass man die Leute einfach mal, dass man denen eine Anlaufstelle bietet, wo jemand ist, der versteht, was sie haben, wo sie sich untereinander austauschen können. Also das, was sonst Selbsthilfegruppe vielleicht zu leisten vermag. Und aber vor allem, und ich glaube, das ist halt bei den Long-Covid-Patienten, bei denen, die ich jetzt gesehen habe, es steht einfach im Vordergrund die Belastungsintoleranz und das notwendige Pacing. Und das muss man vermitteln, das kann keiner alleine verstehen. Das ist schwierig, sich da selbst einzufinden und ohne Hilfe von außen, glaube ich, für einen Laien, ja, das ist echt eine Herausforderung. Tatsächlich habe ich in meinem Vorfeld von dieser Recherche auch oft im Zuge der Recherche eben gelesen, dass Long-Covid-Betroffene oft auf Unverständnis treffen und Sachen gehört bekommen wie AG ist ja nicht so schlimm oder jetzt stell dich nicht so an. Frau Stefanou, was haben Sie für Erfahrungen gemacht? Ja, auch schönen guten Abend von meiner Seite. Mein Name ist Alexa Stefanou und ich bin... vom Long-Covid-Austria-Team von der Patienteninitiative und unterstreiche alles, was die Frau Dr. Ellert hier gesagt hat. Und auf der einen Seite ist es traurig, auf der anderen Seite ist es ein bisschen beruhigend, dass nicht nur wir in Österreich uns genau mit diesen Schwierigkeiten konfrontiert sehen, sondern dass auch in Deutschland das Gleiche passiert. Zu dem Online-Kommentar, dass hier gesagt wurde, dass 2020, wenn man 2020 erkrankt war, dass man als Simulant abgetan wurde. Das ist leider keine Problematik nur aus 2020, sondern das ist leider zum Teil auch dieses Jahr noch der Fall. Auch wenn wir jetzt schon ein Jahr lang in dieser Pandemie stecken, es ist leider an Aufklärung und Angebot für Betroffene noch nicht so viel entstanden, dass man wirklich sagen kann, jeder findet jemanden, der ihm Beratung geben kann. Und hier sind wir wirklich, ich bin unter anderem auch in Behandlung beim Dr. Stingl und sehr froh darüber, weil er mir einfach auch noch zusätzlich das Gefühl gegeben hat, ich bilde mir das nicht ein, sondern das ist halt wirklich echt und das ist halt auch etwas, worum ich mich kümmern kann und muss und hat mir einfach auch Hoffnung gegeben bis zum gewissen Grad. Sehr, sehr viele Betroffene schreiben uns aber, melden sich mit E-Mails, melden sich mit Privatnachrichten, melden sich mit Beiträgen auf Facebook in unserer Selbsthilfegruppe, dass sie wieder gerade vom Arzt kommen und er hat gesagt, das ist nicht so schlimm, ist alles normal, nehmen Sie halt Vitamine so in die Richtung. Und das ist natürlich dadurch, dass es jetzt schon wirklich doch fortgeschritten ist mit allem und wir haben jetzt gerade die dritte Welle in Österreich noch nicht ganz hinter uns gebracht, ist es schon sehr bezeichnend, dass wir nach wie vor hier mit solchen Schwierigkeiten zu kämpfen haben als Betroffene. Eins vorweg, bitte entschuldigen Sie meine Aussprache. Ich hoffe, Sie nehmen es mir nicht übel. Auch hier zeigt sich teilweise fehlendes Missverständnis. Sie sind bei Dr. Stingl in Behandlung. Wenn ich jetzt die Frage weiter an Dr. Stingl gebe, was ist denn Ihr Eindruck von dem Umgang mit Long-Covid? Gibt es österreichische Anlaufstellen, beziehungsweise wird es auch unter Medizinerinnen und Medizinern öfter abgetan? Was wäre Ihre persönliche Einschätzung? Also, möchte ich vielleicht vorwegschicken, es ist meiner Ansicht nach Long-Covid ist nichts in dem Sinne Neues, es ist eine Form von postviraler Fatigue, das gibt es nach vielen verschiedenen Viruserkrankungen. Der Unterschied jetzt, anstatt dass es sporadisch vorkommt, ist es jetzt so geballt in einer großen Menge an Absolutzahlen und deswegen fällt es auf, dass das abgetan wurde, dass es postvirale Fatigue gibt, ist nichts Neues. Leute, die ME/CFS haben, berichten das seit Jahrzehnten, dass es einfach nicht ernst genommen wird, dass es immer abgetan wird, dass immer mal wieder zu hören bekommt, stelle ich nicht so an, das ist so ein Klassiker, dass einem vorgehalten wird, mehr oder weniger, dass es nur Einbildung ist, dass es psychosomatisch ist. Es gibt auch Studien, die zeigen, dass die Lebensqualität von Leuten, die an ME/CFS leiden, deswegen auch wesentlich niedriger ist als von Leuten, die an anderen chronischen Erkrankungen leiden, eben weil es dieses Unverständnis dem Umfeld, aus dem Medizinbetrieb gibt. Ja. Und es ist halt einfach so ein absolut unvorstellbares Konzept in Wirklichkeit. Das ist so absolut gegenintuitiv, diese Post-Exertion mal lest, dass für viele Leute, die ja gewohnt sind, Sport zu machen, die gewohnt sind, sich zu pushen, dass genau das, was normalerweise dazu führt, dass es ihnen besser geht, in dem Fall zu diesen massiven Einbrüchen kommt, die dann teilweise tagelange Bettlägerigkeit bedeuten können. Und es ist auch
so gegenintuitiv für Leute, die im Medizinbetrieb arbeiten, weil wir gewohnt sind, dass bei den allermeisten Erkrankungen Ausdauertraining, Krafttraining hilft. Ich war lange in der neurologischen Rehabilitation tätig. Man kennt Fatigue zum Beispiel als Begleiterscheinung von Multiple Sklerose oder Parkinson und so weiter. Ja. Viele andere Erkrankungen, auch Depressionen, Rheuma, was auch immer, ja. Onkologische Erkrankungen klarerweise. Und das, diese Art von Fatigue wird meistens besser mit Ausdauertraining. Und das ist dieser Riesenunterschied zu dieser Fatigue bei postviralen Syndromen. Und das ist halt absolut gegenintuitiv. Ja. Das ist jetzt eine hohe Gesamtzahl an Leuten, aber generell sind die Leute, die diese postvirale Fatigue haben, in der Menge der Leute, die Fatigue aus anderen Gründen haben, gehen die unter. Und deswegen fehlt auch diese Wahrnehmung. Ich hoffe sehr und ich bemerke es jetzt auch zunehmend, zum Beispiel in pulmologischen Rehabilitationszentren, dass dieses Konzept des Pacing jetzt endlich erkannt wird und auch erkannt wird, wie sehr man Leuten helfen kann, dann zu verhindern, dass es chronifiziert zu ME/CFS. Es ist irgendwie sehr schockierend zu hören, dass es offensichtlich hier nichts Neues ist. Trotzdem wird es nach so vielen Jahren immer noch auch aus Medizinerkreisen und Medizinerinnenkreisen immer noch teilweise abgetan. Frau Ellert, Sie sind Medizinerin und Betroffene zugleich. Sie hatten die Hand gehoben vorher. Wir hören Sie nicht, Sie müssen sich noch entmuten. Ich weiß nicht, wie es in Österreich ist. Mir ist jetzt aufgefallen im Gespräch mit Hausärzten, dass die immer sagen, wir haben keine Patienten. Wir haben keine Long-Covid-Patienten. Wir sehen die nicht. Man kennt ja die Zahlen. Also man weiß ja in so einem Landkreis, wie viel da theoretisch betroffen sind. Und wenn ich dann von mehreren niedergelassenen Allgemeinmedizinern höre, ich habe in den letzten 3 Monaten einen gehabt, oder eigentlich ist das kein relevantes Problem, dann ist so ein bisschen die Frage, ja, wie man da, wo man aufklären muss, ja, scheinbar auch noch viel mehr bei den Betroffenen, damit die sich überhaupt erstmal irgendwo melden. Die Wahrnehmung bei den Hausärzten ist sicherlich auch nicht immer da, aber wie gesagt, also ich habe so den Eindruck, dass viele von den Betroffenen den Weg zum Hausarzt oder vor allem zum Hausarzt gar nicht finden, sondern sich irgendwie durch einen Arbeitstag quälen, den eigentlich nicht bewältigen, aber das über Wochen und Monate tun und eigentlich immer schlechter werden, ja, bevor die dann nach Monaten mal irgendwo landen. Die Patienten, die ein pulmonologisches oder kardiologisches Problem haben, die gehen zum Facharzt. Die haben oft eher irgendwie so ein, das ist mehr fassbar, irgendeine Herzrhythmusstörung oder eine Atemnot. Die werden mal irgendwo gesehen. Aber die Patienten, wo die Fatigue im Vordergrund steht oder auch dieses neurokognitive Symptomkomplex, ich finde, die laufen nirgendwo so richtig auf, zumindest bei uns nicht. Frau Preller, Sie haben zustimmend genickt, als Frau Ellert angefangen hat zu sprechen. Was möchten Sie loswerden? Ja, genau. Ich habe vorher vergessen, mich vorzustellen. Ich bin die Gründerin von der Patienteninitiative für Long-Covid in Österreich. Das erste Mal, das ist mein Covid-Hirn. Ich möchte gerne anschließen auf das, was die Frau Ellert vorher gesagt hat. Wir hören von vielen Patienten, dass sie teilweise dadurch, dass in Zusammenhang mit Long-Covid oft psychosomatische und psychologische Probleme erwähnt werden, meiner Meinung nach falschlicherweise, dass Patienten oft sehr an sich selbst zweifeln und oft haben sie schon einen Weg versucht zum Hausarzt, aber sind nicht ernst genommen worden. Oder sie hören aus ihrer Umgebung zu viel, was deutet auf, schau mal, geh mal zu einem Psychologen. Und deswegen ist es für uns als Patientenorganisation sehr wichtig, die Patienten zu sagen, das, was du wahrnimmst an Symptomen, sind grundsätzlich Long-Covid-Symptome. Und das heißt überhaupt nicht, dass du dich irgendwas davon einbildest. Meine persönliche Erfahrung und auch die Erfahrung, die ich in den letzten Monaten gemacht habe mit all den Patienten, wir sind jetzt über 800, die sich schon persönlich bei uns gemeldet haben, ist, dass sie meistens psychologische Problematik entwickeln in dem Moment, dass sie Hilfe suchen und diese nicht bekommen. Und in dem Sinn wieder alleine dastehen und sich verloren fühlen in ich komme nicht zu Hilfe, aber ich kann meinen Alltag nicht bewältigen. Und ich glaube, dass wir das nicht vergessen dürfen, dass als Patient, wenn man kein Selbstarzt ist oder gute Connections hat mit ärztlichen Bekannten, Freunden, dass man dann oft in eine ziemlich schwierige Zwiespalt kommt zwischen
ich fühle mich krank, ich kann meinen Alltag nicht bewältigen. Ich habe einen Arbeitgeber, der erwartet, dass ich meinen Job mache. Ich habe einen Arzt, der mich vielleicht ernst nimmt, vielleicht nicht. Vielleicht nimmt er mich ernst, aber weiß nicht, was er tun soll. Und dann, wenn Leute im Krankenstand gehen, haben wir eine Krankenkasse, die sagt jede dritte Woche, warum bist du noch nicht gesund? Und die ab einem gewissen Moment sehr viel Druck ausüben, damit Leute sich wieder gesund melden lassen. Und das macht die Position von der Patientin in dieser Situation sehr schwierig. Und oft verursacht dieser Druck mehr psychologische Problematik als die Erkrankung selbst. Und ich finde es sehr wichtig zu betonen, weil ich denke, dass oft Leute Monaten warten mit Hilfe suchen, weil sie sich nicht vertrauen. Sie vertrauen nicht darauf, dass sie es richtig wahrnehmen. Danke. Also nicht nur die Krankheit an sich hat auch ihre psychischen Folgen, auch wie damit umgegangen wird und wie die Betroffenen weiter damit hantieren, hat auch einen Einfluss darauf. Frau Stefanou, vorher als Frau Ellert gesprochen hat, haben auch Sie sehr zustimmend genickt und die Hand gehoben. Bitte. Ja, es ist bezüglich der Aufklärung natürlich ein großer Aufholbedarf noch da, vor allem was die Hausärzte betrifft, so wie es Marte auch schon gesagt hat, denn das sind meistens die ersten Personen, die Betroffene einfach, oder die ersten Ärzte, die Betroffene kontaktieren. Das, was wir halt natürlich als Selbsthilfegruppe anbieten können und auch tun, ist, dass wir hier versuchen, zumindest, so wie Marte es auch schon gesagt hat, die Betroffenen so weit aufzuklären und sie zu bestärken, dass das, was sie haben, etwas ist und dass sie darauf vertrauen sollen, dass sie sich das nicht einbilden. Das heißt, was machen wir in der Selbsthilfegruppe? Wir klären erstmal auf, wir versuchen zu vernetzen, denn ganz viele natürlich fragen, wohin kann ich gehen? Mein Arzt nimmt mich nicht ernst. Welchen Arzt kann ich kontaktieren? Den Ärztepool, den wir uns bereits aufgebaut haben, die sind natürlich maßlos überlaufen, aber wir fragen natürlich trotzdem immer wieder, ob wir weiterhin Leute schicken können oder nicht. Die Termine sind natürlich genauso wie bei Herrn Dr. Stingel auf Monate ausgebucht und trotzdem schafft das immer irgendwie mit Warteliste und Co. die Leute dann zwischenzuschieben. Also es wird hier wirklich sehr viel schon getan von den Leuten, die sich schon lange damit befassen. In der Selbsthilfegruppe versuchen wir zu informieren. Es gibt einen regen Austausch und das ist sehr oft auch die erste Anlaufstelle für Betroffene, die dann einfach sehen, okay, hier gibt es noch andere. Ich habe jetzt erst vor 2 Tagen ein E-Mail von einer Dame bekommen, die geschrieben hat, und wir haben jetzt Mai 2021 und die hat jetzt geschrieben, es ist so schön, jetzt endlich zu lesen, dass ich nicht die Einzige bin und nicht diejenige bin, die aus dem Raster fällt sozusagen, im Sinne von, es gibt noch andere wie mich. Und das finde ich einerseits sehr berührend, dass wir dann der erste Kontaktpunkt sind, aber auf der anderen Seite natürlich auch sehr traurig. Aber dahingehend können wir natürlich jetzt auch den Zuseherinnen und Zusehern anbieten. Auf Facebook ist unsere Selbsthilfegruppe namens Long Covid Austria, wo man sich auf jeden Fall mit Gleichgesinnten vernetzen kann. Wir sind eine geschlossene Gruppe. Es gibt nur Long Covid Betroffene und unter den Umständen kann man sich einfach auch in einem gesicherten Netz sozusagen bewegen, in einem sicheren Rahmen. Und versuchen natürlich auch zu unterstützen, wo es geht. Aber dadurch, dass wir auch Betroffene sind, ist das halt auch nur begrenzt machbar. Da schaut der Dr. Stingel gleich böse, wenn wir sagen, wir machen nicht das Pacing so wie angeordnet, aber wir probieren es. Zum Dr. Stingel komme ich gleich. Vorher hätte ich noch eine Frage an den Herrn Dr. Strenger. Wir haben jetzt gehört, dass Long-Covid-Betroffene, dass es erstens eine extreme psychische Belastung ist, abgesehen von der körperlichen. Leute glauben einem nicht, sie sagen, man soll sich mal nicht so anstellen. Teilweise sind die eigenen Hausärztinnen und Hausärzte sagen, ja, nimm Vitamine, das wird schon passen. Jetzt denke ich mir, Sie sind an der Grazer Uniklinik für Kinder- und Jugendheilkunde. Wie kann ich mir das vorstellen, wie das mit den Jüngeren der Gesellschaft funktioniert? Ich kann mir vorstellen, Kinder haben dafür ja noch ein Stück weniger Verständnis. Wie bringt man denen das bei, beziehungsweise wie, was sind Ihre Erfahrungen mit Kindern und Long-Covid? Ja, wir haben bei den Kindern eigentlich bisher sehr geringe Zahlen, die jetzt bei uns bis zu uns einmal vordringen. Natürlich wird es mehr geben, die zu Kinderärzten niedergelassen gehen oder gar nicht zum Arzt gehen.
Es ist so, dass ich eine ein oder zwei Handvoll eigentlich von kindlichen Patienten überblicke, die wir, also in der Grazer Kinderklinik eigentlich wirklich nur zwei, die wir betreuen, von niedergelassenen Kinderärzten im Südosten, inklusive Wien, aber teilweise auch von niedergelassenen Kinderärzten Kontakte habe, die pädiatrische Patienten haben. Das sind aber in der Regel, von denen ich jetzt weiß, alle ältere Kinder bzw. Jugendliche. Das heißt, wirklich bei den ganz Kleinen gibt es, das wissen wir noch nicht. Also wir haben diese Kinder so noch nicht gesehen, dass jetzt kleinere Kinder sowas haben, wie so eine postvirale Fatigue, dieses typische, so wie man es bei den Erwachsenen kennt. Bei den Jugendlichen, da schaut das so ähnlich aus, wie das, was vorher auch beschrieben wurde. Aber es sind die Zahlen bei den Kindern, zumindest die wir bisher kennen, es werden wahrscheinlich auch mehr werden oder mehr sein, sehr gering. Wir haben ja auch zusammen mit der AGES machen wir eine Studie zum Verlauf von Corona bei Kindern, die jetzt nicht hospitalisiert sind. Die meisten Studien sind ja immer aus Krankenhäusern, von Unikliniken, wo dann immer nur sozusagen die Spitze des Eisberges angeschaut wird. Und wir kontaktieren ja österreichweit Hunderte oder über 1000 Kinder und Jugendliche, die Corona durchgemacht haben. Und da ist genau das auch mit ein Thema. Wir sind jetzt gerade bei einer ersten Zwischenauswertung von etwas über 750 Kindern zwischen 0 und 14. Da war es so, dass 18% der 10- bis 14-Jährigen nach einem Monat noch Symptome hatten, nur 10% der unter 10-Jährigen. Das sind aber jetzt irgendwelche Symptome, einmal ganz generell und nicht unbedingt dieses typische Fatigue. Und nach 3 Monaten war das im niedrig einstelligen Prozentbereich, dass überhaupt noch Symptome waren. Also bei Kindern ist das anders, als es in den Medien teilweise kolportiert wird. Aus der derzeitigen Sicht muss man natürlich auch immer dazu sagen, kein sehr großes Problem. Es gibt es natürlich und diese Kinder, also eine zum Beispiel, die hat 3 Monate danach noch, wenn sie sich angestrengt hat, Fieber oder zumindest zugfiebrierte Temperaturen bekommen. Also das gibt es, aber es ist bei den Kindern nicht sehr häufig offensichtlich nach derzeitigem Wissensstand. Es gibt, wir werden so eine, sind natürlich die Ansprechstelle und werden, muss man schauen, wie wir die betreuen, das ist ganz klar. Und es sind auch durchaus die Kinderärzte, die mich da kontaktiert haben, durchaus auch denen ist bewusst, dass es dieses Krankheitsbild gibt. Und dazu kann ich auch sagen, dass es, glaube ich, auch wichtig ist, dass Allgemeinmediziner und eben auch Pädiater, Allgemeinpädiater das kennen. Und es ist so, dass von der Österreichischen Gesellschaft für Allgemeinmedizin ausgehen, zusammen mit ganz vielen Fachgesellschaften, eben Kinderheilkunde, Neurologie, HNO, Kardiologie, Pulmonologie, Psychiatrie, eine gemeinsame Leitlinie entworfen wird, gerade um eben da aufzuklären, was das ist und welche Untersuchungen man machen sollte, auch um eventuelle Differentialdiagnosen nicht zu übersehen und welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt. Zum Psychologisch möchte ich dazu sagen, weil das vorher irgendwie so angeklungen ist, wenn man einen Patienten, das ist ja das, was wir oft kennen von Patienten, wenn man sagt, ja, ob man nicht so das psychologisch abklären muss, das heißt ja nicht, dass man sich was einbildet, sondern es kann ein Krankheitsbild auch einen psychologischen, psychiatrischen Aspekt haben. Das heißt, nur wenn man sagt, man sollte das auch psychologisch abklären, kann das ja Teil der Erkrankung sein und das muss man den Eltern oder Patienten oder bei uns Patienteneltern oft auch erklären, dass es nur, weil die Psychologie im Spiel ist, heißt es noch lange nicht, dass man sich Symptome einbildet, sondern das ist einfach ein Teilaspekt von manchen Erkrankungen. Herr Strenger hat jetzt etwas angesprochen, was mich gleich zu Herrn Stingel bringt. Sie haben Ihre Hand zwar schon lange gehoben, trotzdem interessiert mich eine Sache, nämlich Herr Strenger hat uns eben gesagt, so dass er jetzt nicht die riesige Masse an Kindern aktuell betreut, mit der Long-Covid, die Long-Covid-Symptome haben. Es sind auch vielleicht eher die Jugendlichen, also ein bisschen älteren Jugendalter, sage ich jetzt einmal. Was eine Userin aus dem Forum fragt, ist, ob es Studien dazu gibt, wer eher betroffen ist oder ob es Gruppen gibt, die von diesen Symptomen und Long-Covid, Post-Covid, was auch immer, eher betroffen sind und ob das auch Personen mit milden Verläufen oder gar asymptomatische Corona-Erkrankte treffen kann.
Vielleicht, ich wollte noch ganz kurz auch noch zum Psychischen was sagen. Also es ist natürlich, dass man es nicht aus den Augen verliert, es gibt auch durchaus Leute, die aufgrund dieser ganzen Situation, in der wir stecken und wenn dann wirklich diese Infektion eintritt, vor der man sich die ganze Zeit gefürchtet hat und dann ist sie plötzlich da, oder auch aus anderen Gründen, ja, durchaus auch durch die Infektion ausgelöste psychosomatische Probleme entwickeln können. Und es ist wichtig, auch das zu erkennen, weil auch das die korrekte Therapie benötigt. Es ist halt nur wichtig, dass man nicht von vornherein irgendwie davon ausgeht, dass alle diese Symptome, für die wir letztendlich keinen Biomarker haben, keinen offensichtlichen, wobei jetzt aus meiner Sicht ein Schellung-Test, ein Test der Kreislauffunktion ein ganz simpler Biomarker wäre, dass man die nicht automatisch psychosomatisiert. Das weiß man letztendlich, es gibt zwei schöne Studien über den Verlauf von postviraler Fatigue und bei beiden waren nicht die psychologischen Faktoren zur Baseline prädiktiv dafür, wer dann im Endeffekt lange Probleme hatte, sondern immunologische. Ich wollte es nur dazu sagen, weil sonst klingt es immer so, wie wenn man sagt, Psychosomatik gibt es nicht. Es gibt natürlich Psychosomatik und es ist auch wichtig, dass man es erkennt und ich sehe diese Patientinnen und Patienten auch. Zugegebenermaßen, die zu mir kommen, da ist offensichtlich diese Vorselektion von dem, woran man sich wiedererkennt, an den Symptomen so hoch, dass es wirklich meistens stimmt, meiner Meinung nach. Ich kann mich auch täuschen, ich bin mir sicher, ich habe mich auch schon getäuscht, aber am Ende des Tages ist es halt schwierig, wenn man keinen Biomarker hat. Ich hoffe, jetzt kommt schon langsam dann einer, weil jetzt wird endlich geforscht in der Thematik. Die andere Sache bezüglich der Häufigkeit, ich meine, man hat leider nach wie vor das nicht zusammengebracht, wirklich gute belastbare Zahlen über die Häufigkeit zu finden. Es sind sehr viele von diesen Studien, wo jetzt über diese Häufigkeit spekuliert wird oder diese Häufigkeit angegeben wird, kommen aus sich teilweise so Online-Fragebögen oder Verwendung von Apps und so weiter. Das hat natürlich eine gewisse Unschärfe. Der Schätzwert sind circa 10%. Ich hoffe, dass es zu viel ist, aber davon geht man so circa aus. Das Interessante ist, es gibt so eine längere Verlaufsstudie über Epstein-Barr und Ross-River Fever und so weiter, wo circa nach einem halben Jahr auch circa 12% der Leute, also mehr oder weniger die gleiche Menge Probleme hatte. Die gute Nachricht aus der Studie ist, nach einem Jahr war es bei fast allen weg. Also ich hoffe auch sehr, dass mit den richtigen Maßnahmen einfach das den normalen Verlauf nimmt, den postvirale Fatigue Gott sei Dank meistens macht und der Chronifizierung verhindert werden kann. Ja. Aus der persönlichen Erfahrung, ich sehe sehr viele Leute, die daran leiden, hat sicher auch was mit meiner Spezialisierung zu tun. Und ich persönlich glaube nicht, dass es wirklich 10% sind. Ich hoffe, ich täusche mich, dass es weniger sind. Und ich hoffe, dass viele von denen, die nach einem halben Jahr noch Probleme haben, dann nach einem Jahr genauso zu dieser Gruppe gehören, die keine mehr haben. Aber ich verstehe es nicht ganz, warum man nach über einem Jahr Pandemie noch immer keine vernünftigen Zahlen dazu hat. Das ist mir, das vielleicht bin ich naiv, aber das ist mir nicht ganz verständlich. Frau Stefanou, Sie hatten vorher Ihre Hand. Ja, danke. Ich würde gerne noch auch etwas zur psychosomatischen Problematik, sage ich jetzt mal, sagen. Natürlich ist es so, wenn man monatelang an etwas leidet und so wie auch schon erwähnt wurde, man vielleicht sportlich war, man hat alles geschafft und einen Hut gebracht und plötzlich schafft man vielleicht 20% oder 30% von dem, was vorher ging. Natürlich leidet dann die Psyche auch mit, das ist ganz klar. Es gibt natürlich auch den Aspekt, dass Krankheiten, ob jetzt körperlich oder psychisch, durch einen Virus, egal was, und somit auch durch Covid-19 getriggert werden, ist ganz klar. Wichtig ist uns als Betroffene nur, dass wenn wir zum Arzt gehen und vor ihm sitzen und ihm sagen, mein Kopf will, aber mein Körper kann nicht, dass er versteht, dass wir nicht primär psychisch erkrankt sind, sondern dass das etwas ist, was behandelt werden muss. Es gibt ganz viele Betroffene, die werden auf psychische Reha geschickt, was einfach in dem Fall dann in meinen Augen sehr oft einfach das falsche Reha-Programm ist. Denn wir sind nicht primär psychisch krank. Aber ja, jeder von uns hat seine schwarzen Tage sozusagen, weil irgendwann denkt man sich, was mache ich, wohin kann ich gehen? Man ist natürlich irgendwann verzweifelt. Die Marthe und ich selbst, wir sind im März vor einem Jahr erkrankt. Man muss einmal bedenken, was das für ein Zeitraum ist in unserem Leben. Und das darf man nicht als psychische Erkrankung dann abtun. Und sehr viele berichten auch, dass sie einfach nur Psychosomatika verschrieben bekommen haben und eine Psychotherapie empfohlen bekommen haben. Und das war's. Und das kann einfach nicht der primäre Ansatzpunkt sein. Zum Thema Reha ist ja die nächste Sache. Bis man dann eine Reha bekommt, beziehungsweise auch die richtige bewilligt bekommt, ist es ein ewig langer Weg. Es gibt noch keine offizielle Post-Covid-Reha. Man ist meistens als Post-Covid
Covid-Patient in einer Lungenreha. Das Lungenprogramm, ich war selber auf stationärer Reha, das Lungenprogramm, das mir verordnet wurde, das habe ich nicht geschafft aufgrund meines Fatigue-Syndroms. Ich hatte nur das Glück, in einem Reha-Zentrum zu sein, das so offen war, dass sie auf mein Fatigue-Syndrom eingegangen sind und reagiert haben und mir geglaubt haben. Ich wurde nicht eine Sekunde mit Misstrauen behandelt, dass ich nicht will, sondern einfach wirklich, dass ich nicht kann. Und das ist natürlich auch ernüchternd, dass man hier vom Gutwill und von der Offenheit des Arztes abhängig ist, was man dann bekommt und an Programm auch. Und das ist natürlich ein ewiger Kampf. Man muss einfach bedenken, was das für ein langwieriger Kampf die ganze Zeit ist. Und ich persönlich bin nicht auf den Mund gefallen und keine schüchterne Person. Es gibt aber natürlich weitaus andere Charaktere, die sich dann nicht trauen, noch etwas zu sagen und die dann sehr wohl kuschen und dann einfach sagen, ah, okay, na, dann wird es schon stimmen und nicht darauf vertrauen, dass sie merken, Moment, aber ich kann eigentlich gar nicht und mein Körper signalisiert mir das Richtige. Für mich ist das ein bisschen unglaublich zu hören. Man geht mit diesen mittlerweile ja doch schon bekannten und wie wir auch vorher schon gehört haben, auch schon lange Jahre bekannten postgrippalen Problemen beziehungsweise dieses Krankheitsbildes zu Ärzten und es wird einem irgendwie nicht wirklich zugehört offensichtlich. Also ich höre da sehr viel Frustration raus. Frau Ellert, Sie sind Medizinerin und Betroffene. Haben Sie solche Erfahrungen auch gemacht? Wie sehen Sie, wird mit diesem ganzen Thema umgegangen unter Medizinerinnen und Medizinern in den Praxen? So, haben Sie damit auch vielleicht Erfahrungen gemacht, dass Sie mit ihren Symptomen vielleicht sogar nicht ernst genommen werden? Ich habe ja den Vorteil als Mediziner, dass ich dann per se so eine gewisse Vorschussglaubwürdigkeit habe. Und dass ich dadurch, dass ich seit 20 Jahren hier in einem großen Krankenhaus arbeite, ich bin extrem gut vernetzt und ich kenne alle, die glauben mir, was ich denen erzähle. Und die wissen auch alle, dass ich aus dem Triathlon komme und dass ich sicherlich mich nicht freiwillig zu Hause hinsetze und nichts mehr mache. Aber die Erfahrung ist nicht, dass so trotz, klar habe ich viel Zeit gehabt zu lesen und mich mit dem Thema zu befassen, aber ich hatte immer so einen gewissen, ich hatte immer einen Wissensvorsprung eigentlich. Und ich glaube, das ist halt einfach in der Breite ist es nicht angekommen, was das bedeutet. Also in der Breite bei Niedergelassenen bis auf so ein paar, die einfach Lust haben, sich damit zu befassen. Aber es gibt zum Beispiel von der rheumatologischen Gesellschaft in Deutschland, die wären ja prädestiniert für wo man eine Autoimmungenese vermutet, gibt es keine einzige Äußerung in schriftlicher Form zu dem Krankheitsbild. Ja. Das heißt, da fehlt auch von den Fachgesellschaften dann einfach mal eine aktuelle Information, eine angepasste Leitlinie, irgendetwas. Ja. Das ist alles ein bisschen langsam und ein bisschen träge und ganz viel von dem Engagement von einzelnen Betroffenen abhängig. Ich mache jetzt hier ganz viel und hier gibt es natürlich einen Verbund von Hausärzten und all die kenne ich und da kann man die Informationen streuen, aber das kann ich hier in einem kleinen Gebiet machen. Das ist ja jetzt nichts, was flächendeckend irgendwo in Deutschland dann passiert. Ja. Das ist in meinen Augen viel, viel, viel zu langsam. Auch das, was in den Reha-Kliniken passiert, da hat man manchmal so den Eindruck, klar, es ist ein attraktives Thema, für Gesundheitsbetriebe, sage ich mal. Und jeder schreibt sich jetzt Post-Covid auf die Fahne. Die Therapiekonzepte hinken dem so ein bisschen hinterher, ja, würde ich sagen. Klar müssen die alle erst ihre Erfahrungen mit dem Krankheitsbild machen. Aber es ist natürlich ungut, wenn der Patient immer einen Schritt voraus ist im Wissen. Also es wäre ganz nett eigentlich, wenn es mittlerweile andersrum wäre und wenn man als Patient nicht den Therapeuten sagt, worum es eigentlich geht. Also auch hier in Deutschland die Therapiekonzepte offensichtlich laut Frau Ellert hinten nach und merke, mit dem fachlichen Background einer Claudia Ellert ist man besser dran als ohne. Was mich jetzt frage, eine Frage aus dem Forum und vorher noch zu Herrn Strenger, weil er die Hand gehoben hat. Was wollten Sie noch dazu sagen? Einerseits habe ich eben die Österreicher, die in Arbeit vorher erwähnt. Aber wir haben ein paar kleine technische Probleme, Herr Strenger. Wir haben Sie jetzt nicht gehört. Sie waren ein bisschen abgehakt, wenn Sie den Satz bitte nochmal wiederholen könnten. Okay. Also ich habe vorher schon erwähnt, dass in Österreich solche Leitlinien in Arbeit sind. Ich weiß auch, aus Deutschland sind sie in Arbeit, aber die kommen natürlich
verspätet oder verzögert, zumindest sind sie in Arbeit. Was ich vorher an sich sagen wollte, ich wollte nicht falsch verstanden werden mit der Psychologie. Mir ist es nur wichtig, hört man mich, weil da Fehlermeldung, ja. Dass sozusagen nur, weil man einen Psychologen ins Spiel bringt, heißt das noch nicht, dass sich irgendwie was einbildet. Das ist eine ganz grundlegende, wurscht, ob das jetzt um Long-Covid geht und immer. Und das ist sicher, liegt mir fern zu sagen, Long-Covid ist nur psychosomatisch. Aber es hat einen, kann einen psychischen, psychologischen, psychiatrischen Aspekt haben. Und bei dieser und anderen Erkrankungen, sobald man einen Psychologen ins Spiel bringt, muss man immer aufpassen, dass die Leute nicht glauben, man meint, es wäre nur eingebildet, und das ist es eben ganz einfach nicht. Das ist ja auch ein psychologisches Problem, ein echtes Problem und auch ein psychosomatisches, und in dem Fall ist es eben ein somatisches Problem in vielen Fällen, das auch eine psychologische Komponente haben kann. Und was ich aber auch vor allem, weil der Kollege Stiegl vorher gemeint hat, man wundert, gute Lösungen kommen, und das scheitert eben an. Herr Strenger, auch hier muss ich Sie wieder unterbrechen. Ja? Sie waren weg ab dem Moment, wo Sie auf die Aussage des Herrn Stiegl eingegangen sind. Da müssten Sie jetzt nochmal wieder anfangen. Na, dass es diese Daten oder zu wenig Daten gibt, das ist sehr bedauerlich. Und wir haben also in Kinderärzte schon vor einem Jahr versucht, oder eine Studie zu machen. Und das scheitert oft an juristischen Regularien und Datenschutz, dass man einfach die Personen gar nicht kontaktieren darf. Jetzt geht es Gott sei Dank über die Gesundheitsbehörden, über die AGES. Aber das war hochkompliziert, dass man überhaupt die, auch wenn es alles anonym und pseudonymisiert und anonym ist, Patienten kontaktiert, die nicht im Krankenhaus waren und nicht von selber irgendwo hingehen. Weil dann hat man ja eine Selektion von eben den schwerer Kranken oder Kranken, sondern man muss schauen, die infiziert waren, dass man die untersucht. Und das ist uns nach einem Dreivierteljahr gelungen, diese juristischen Probleme zu lösen, dass man überhaupt diese Studie machen kann, und jetzt läuft sie. Aber diese Studien wären wichtig, dass man wirklich in der Breite, in der Allgemeinbevölkerung die Personen untersuchen und analysieren kann, um da wirkliche Daten, einigermaßen verlässliche Daten zu bekommen, gerade was die Häufigkeit betrifft und die Häufigkeit von einzelnen Symptomen und so weiter. Daten und Studien fehlen teilweise, weil einem juristische Steine in den Weg gelegt werden. Jetzt hat Herr Stiegl die Hand schon lange gehoben. Was möchten Sie vielleicht darauf sagen? Ich wollte vielleicht noch ganz kurz, das waren jetzt ein paar Punkte, wo ich noch kurz dazu sagen wollte. Erstens mal dieser Satz, der gefallen ist, ich will, aber ich kann nicht. Das ist für mich auch immer so ein ganz typischer Marker dafür, wo man, ich weiß, dass es keine hundertprozentig perfekte Sache ist, um das abzugrenzen von einer Depression, aber es ist nicht der Antrieb das Problem, im Gegenteil. Man muss die Leute teilweise sogar oft bremsen, dass sie nicht zu viel machen, weil es eben so ein gegenintuitives Konzept ist. Und es ist halt natürlich auch immer blöd, weil das dann immer wieder so rüberkommt, als psychosomatisch abtun. Es ist leider, allein in so einer Formulierung sieht man dann immer wieder das Stigma, das psychische Erkrankungen in Österreich leider noch immer haben. Also wie der Kollege Strenger gesagt hat, es soll ja niemand abgetan werden. Es geht nur einfach darum, dass die Leute die richtige Therapie für die richtige Erkrankung bekommen. Und das darf halt nicht einfach in der Sekunde enden, die Suche, wenn man sagt, ich finde jetzt keinen Biomarker, deswegen ist es psychisch. Ja. Die andere Sache, das habe ich auch ganz lustig gefunden, von der Frau Dr. Ellert, diese Vorschussglaubwürdigkeit, oder so, glaube ich, haben Sie es bezeichnet. Ja. Es ist interessant, dass wenn man das beobachtet hat, wie das in England passiert ist. In England hatten die eine wesentlich härtere erste Welle, da wurde extrem viel Krankenhauspersonal krank, und natürlich war dann einfach diese Wahrnehmung ganz anders, weil sehr viele Leute aus dem Medizinbetrieb krank geworden sind, die eben genauso diese Vorschussglaubwürdigkeit hatten. Deswegen war das in England in Wirklichkeit schon im letzten Sommer ein großes Thema, dass es diese langen Covid-Verläufe gibt, weil einfach prominente Leute dann teilweise im British Medical Journal ihren Blog geschrieben haben drüber. Und das ist diese Wahrnehmung, die in Österreich komplett irgendwie gefehlt hat, weil wir relativ glimpflich durchgekommen sind. Und ein letzter Punkt noch zu diesen Therapiekonzepten. Ja. Es gibt Gott sei Dank mittlerweile sogar in der pulmologischen Reha, ich bin da sehr in engen Kontakt mit einem Kollegen, dem Dr. Zwick, der die Lungenreha in Oberla leitet. Ja. Also dem war das dann schon relativ frühzeitig bewusst, dass es da Unterschiede gibt zwischen Leuten, die pulmologisch krank sind, die eine Covid-Pneumonie hatten und eben reguläre Pulmoreha bekommen, und Leuten, die eben Long-Covid haben, also diese Form mit der autonomen Dysfunktion und dieser massiven körperlichen Erschöpfbarkeit. Und
dort wurde die Rehabilitation dann auch angepasst und man hört dann jetzt auch, ich kenne jetzt auch Leute, die dort zur Reha sind, dass das natürlich dann schon einen positiven Effekt hat, wenn man nicht mehr, wenn man pacen lernt, wenn man die körperlichen Grenzen lernt und das ist sicher der Knackpunkt. Also dieses Pacing ist das Um und Auf in der Therapie von Long-Covid, meiner Meinung nach. Plus halt symptomatische Therapie und so weiter, aber darum geht es im Endeffekt. Ich würde auf die Therapie oder die verschiedenen Therapieansätze später nochmal gerne genauer eingehen, auch weil wir Fragen aus dem Forum dazu haben, weil Sie es jetzt angesprochen haben, Herr Stingel, mit England. In England haben Forschende der staatlichen Gesundheitsbehörden dort über eine App die zahlreichen Symptome eben auch von Infizierten über eben Wochen und Monate untersucht und es gibt dort eigene Kliniken, die sich damit beschäftigen. In Österreich gibt es, soweit ich weiß, nicht so einen, ich sage jetzt einmal, Effort, diese Daten zu sammeln. Herr Stingel, gerne dazu, was mich aber auch von Frau Dr. Ellert interessieren würde, wie das nämlich in Deutschland aussieht, ob dort Daten dementsprechend gesammelt werden. Also soweit ich weiß, gibt es jetzt eine Initiative, irgendwo mal was zu etablieren, was Daten sammelt, aber mehr nicht. Also es gibt nichts, wo zentral Daten zu Long-Covid erfasst werden. Nee. Also wüsste ich nicht. Also sind uns da eventuell bei Long-Covid die Briten einen Schritt voraus? In Österreich haben wir ja vorher schon gemerkt, eventuell der ein oder andere juristische Stein, der einen da in den Weg gelegt wird, wie Herr Strenger vorher schon gesagt hat. Weil wir jetzt vorher schon die Therapie öfter angesprochen haben und jetzt auch öfter schon den Begriff dieses Pacings gehört haben. Eine Frage aus dem Forum, der an die gesamte Gesprächsgruppe geht, ist, welche Therapiekonzepte gibt es denn? Und was auch interessiert ist, was es mit diesem Pacing auf sich hat. Frau Preller, bitte, Sie hatten vorher schon die Hand gehoben. Ja, danke. Ich muss jetzt schauen, dass ich auf alles reagiere, was ich wollte. Danke, Herr Strenger, dass Sie das psychologische Thema nochmal angesprochen haben. Ich teile Ihre Meinung auch. Was wir leider nur von Patienten oft hören und was man auch im Forum jetzt liest, nach einer organischen Abklärung finden Ärzte keine klare Ursache. Das war bei mir auch der Fall. Und das Problem ist, dass man dann statt einer Behandlung oder Betreuung aufgrund dieses Fatigue-Syndroms den Hinweis bekommt, lass dich mal durch einen Psychologen anschauen. Und für viele Patienten würde es da ändern. Die kriegen dann eine Therapie, was passiert ist, wahrscheinlich auf Depression oder Psychosomatik. Und das ist unser einziger Argument. Es darf nicht das Endpunkt für den Patienten sein. Und das passiert leider im Moment noch viel zu viel. Was ich auch gerne auf die Frau Dr. Ellert reagieren würde und auch bezüglich Forschung. Einer meiner Hauptgründe, um die Gruppe zu gründen, war auch, damit wir eine Gruppe formen, wo wir erreichbar sind für Forscher. Weil wir haben alle gemerkt, wie dringend es ist, dass dieses Thema ordentlich erforscht und untersucht wird. Und jetzt sind wir wenigstens alle in einer Gruppe. Ich meine, nicht alle, wir sind wirklich nur der Spitze vom Eisberg, würde ich sagen. Aber wir fangen an, sichtbar zu werden. Und das war einer meiner Ziele mit der Gruppe. Und eine gute Gelegenheit für Forschung wäre in Österreich die Long-Covid-Ambulanzen. Wir haben bis jetzt eine in Wien. Der hat nur einen Tag in der Woche Platz für 5 Patienten. Und Sie können sich vielleicht vorstellen, mit 10% der Infizierten, die erkranken an Long-Covid, dass es den Bedarf nicht abdeckt. Aber die haben im März geöffnet und wir arbeiten mit denen zusammen im Sinne von Unterstützung und Forderung von vergleichbaren Ambulanzen in andere Bundesländer. Weil das würde uns als Land die Möglichkeit geben, um Zentralforschung auch zu betreiben an Patienten und auch sicherzustellen, dass nicht unterschiedliche Bundesländer die gleichen Themen erforschen, sondern dass wir die Forschung gut aufteilen und nicht Ressourcen dort auch verschwenden. Und es ist für Long-Covid-Patienten die erste Möglichkeit, um eine zentrale Anlaufstelle zu bekommen, wo das Wissen zu Long-Covid sich auch rasch entwickelt. Und das hast du nur in so einer zentralisierten Ambulanz, diese Möglichkeit, weil wenn du das aufteilst über
Allgemeinmediziner und niedergelassene Ärzte, dann besteht das Risiko, dass jeder trotzdem irgendwie macht, wie er meint. Und nur so kannst du eine einheitliche Standard von Versorgung anbieten. Danke. Also eine zentrale Anlaufstelle für alle Betroffenen, wo Informationen und Daten gesammelt werden, um auch so die weitere Untersuchung und eventuell auch Behandlungsmethoden weiterzuführen. Frau Stefano, Sie haben die Hand genommen. Ja, zusätzlich ja zur Wiener Long-Covid-Spezialambulanz gibt es ja jetzt auch eine vom LKH Graz, die es seit ein paar Tagen tatsächlich gibt und die bereits auch komplett überlaufen ist. Wir waren sehr froh, dass es jetzt ein zweites Bundesland gibt, in der es eine Spezialambulanz gibt. Jetzt habe ich aber bereits erfahren, dass da die Terminvergabe für eine kurze Zeit schon wieder gestoppt wurde, weil ein zu großer Andrang war. Zusätzlich zu dem habe ich erfahren, dass gewisse Untersuchungen, die zum Beispiel in Wien direkt vor Ort gemacht werden, in Graz gebeten werden, dass sie vorab schon gemacht werden. Das heißt, wir haben zwar jetzt zwei Spezialambulanzen, aber sie arbeiten auf zwei unterschiedliche Arten. Das Wichtige wäre, wenn man als Betroffener einfach vom Hausarzt die Überweisung bekommt für die Spezialambulanz, dann dorthin geht und dann sich sozusagen einfach den Untersuchungen hingibt, so blöd das jetzt klingt, aber einfach, dass man nicht die Problematik hat mit, ich muss zuerst Blut untersuchen, Lunge untersuchen, Herz untersuchen und mit den Diagnosen Befunden gehe ich dann in die Spezialambulanz. Das heißt, wir haben hier wieder zwei komplett unterschiedliche Arten des Arbeitens. Wichtig wäre, dass diese Spezialambulanzen vernetzt sind, dass sie sich gegenseitig auch mit Erfahrungen unterstützen können, denn der Mehrwert einer solchen interdisziplinären Spezialambulanz ist ja, dass man als Betroffener hinkommt und weiß, die Angestellten dort, die Fachärzte, das Arztpersonal und das medizinische Personal befasst sich nur mit Long-Covid. Das heißt, ich bin dort gut aufgehoben. Wenn ich etwas mit dem Herzen habe, gehe ich ja auch zum Kardiologen. Wenn ich irgendwas mit der Haut habe, gehe ich zum Dermatologen. Ich gehe ja immer zu dem Facharzt, wo ich das Problem habe. Wenn ich jetzt Long-Covid habe, was eine multifunktionelle Krankheit ist, sozusagen eine multisystemische Erkrankung ist, dann brauche ich jemanden, der sich mit dieser Sache auch befassen kann und die Weite dieses Problems auch erfasst. Es ist zu viel verlangt von unseren Hausärzten, ihnen zu sagen, wir kommen hin und dann wissen sie genau, wie sie uns behandeln müssen. Wichtig wäre nur, dass sie wissen, wo sie uns hinschicken können. Und dafür brauchen wir dann wieder die interdisziplinären Ambulanzen, die miteinander auch arbeiten, bundesweit. Also es ist hier einfach nach wie vor, das Radl kommt langsam ins Rollen, aber es stockt halt. Und so, wir haben ja ein großartiges Gesundheitssystem in Österreich, davon bin ich nach wie vor überzeugt, vorausgesetzt, es funktioniert schon, vorausgesetzt, das Radl ist schon ins Rollen gekommen. Aber am Anfang geht einfach alles ein bisschen schleppend und da versuchen wir jetzt halt gerade so ein bisschen zu pushen. Also offensichtlich ist ja, wie Sie gerade auch am Beispiel des LKH veranschaulicht haben, der Bedarf ja da ist. Braucht nur ein Radl, das eventuell ein bisschen schneller fährt, als einmal in der Woche für 5 Patienten, Patientinnen offen zu haben. Eine spannende Frage aus dem Forum, die gerade rauskam, war, ob wir denn das wissenschaftliche Spannungsfeld zwischen ich fühle mich gerade gut und mache jetzt wieder alles und ups, jetzt zerbrackt es mich gerade wieder, aus virologisch/neurologischer Sicht erklären können. Herr Stingel, Sie sind Neurologe, bitte. Ja, erklären, es wäre schön, könnte man das perfekt erklären. Es ist halt, was man sagen muss, was man bei vielen dieser Patientinnen und Patienten mit postviraler Fatigue, jetzt halt auch mit Long-Covid sieht, ist eine autonome Dysfunktion, nämlich eine Fehlfunktion vom autonomen Nervensystem, wo dann oft unter Belastung beim Aufstehen teilweise schon Probleme mit der Kreislaufregulation zum Beispiel stattfinden. Und das führt dann halt relativ schnell dazu, dass man überfordert wird. Das bringt den Körper quasi, wenn man es jetzt simplifiziert, ein bisschen aus der Dysbalance und das ist eine mögliche Ursache für diese Post-Exertion Malaise. Die andere Sache sind natürlich auch diese Hypothesen, die jetzt nicht neu für Corona erfunden wurden, aber jetzt halt zum ersten Mal ein bisschen intensiver beforscht wurden, nämlich die Tatsache der möglichen Viruspersistenz, dass einfach Viruspartikel im Körper verbleiben, persistierende Infektionen vorhanden sind, die dann einfach immer wieder zu einer Reaktivierung vom Immunsystem führen. Und was relativ gut erklären würde, zumindest in der Theorie, warum viele Betroffene dann beschreiben, wenn sie sich körperlich überanstrengen oder kognitiv überanstrengen, dass dann wieder dieses Krankheitsgefühl so aufflammt. Ja.
Ein dritter Punkt, das fällt mir jetzt sehr auf, vor allem jetzt bei diesen akut betroffenen Menschen, ist, dass bei vielen eine Überaktivität von bestimmten Immunzellen eine Rolle spielt, die Histamin produzieren und die halt auch für die Virusabwehr eine wichtige Rolle spielen. Und das ist bei den chronischen Formen bei ME/CFS auch der Fall, aber sicher nicht so extrem, wie ich es jetzt erlebe bei Long-Covid, wo doch bei sehr vielen Leuten, wo man es dann versucht, zum Beispiel Antihistaminika einen sehr guten Effekt haben, weil sie einfach diesem Histamin ein bisschen die Spitze nehmen. Ja. Also es scheint eine Fehlregulation im Körper. Es ist das autonome Nervensystem betroffen, es ist das Immunsystem betroffen, es ist auch bei chronischeren Formen, auch bei den akuten, da weiß ich jetzt noch nicht so genau, das Hormonsystem betroffen. Es ist halt eben eine Multisystemerkrankung, wo in vielen Achsen Dinge leicht aus der Balance geraten, in einem Sinn von, es bringt einen nicht um, es erfüllt oft nicht die Kriterien für irgendeine im Lehrbuch bereits definierte Erkrankung, aber es ist so schwerwiegend, dass die Leute keine Stiegen mehr raufsteigen können, zum Beispiel. Vielen herzlichen Dank. Jetzt eben noch, um an meine Frage vorher anzuknüpfen, weil wir die Therapieformen besprochen haben und die Frage aus dem Forum kam, welche Arten der Therapie auch gerade mit diesem Fatigue-Syndrom oder das Long-Covid, das sich dementsprechend äußert, werden denn mit Patienten ausprobiert. Eben, ich habe jetzt sowohl bei Herrn Stingel als auch bei Frau Peller diesen Begriff des Pacings sehr oft gehört. Wenn Sie den vielleicht erklären könnten. Also wenn ich es gleich darf. Also Pacing, da geht es im Prinzip darum, dass man erkennen lernt, wo die körperlichen und kognitiven Grenzen sind und diese Grenzen nicht überschreitet. Das bedeutet einfach, aktiv zu sein in einem Rahmen, wo diese Verschlechterung des Zustandes, diese Post-Exertion Malaise nicht eintritt. Und das ist eben, wie ich vorher schon gesagt habe, ein sehr gegenintuitives Konzept, weil jeder Mensch, der Sport betreibt, jeder Arzt, jede Ärztin, die irgendwie in Rehabilitation tätig ist, kennt dieses Konzept des Aufbautrainings. Und das funktioniert in dem Fall nicht. Wenn ich jetzt jemanden zwinge, quasi die Grenzen zu überschreiten, dann wird es zu einer Verschlechterung kommen, wo es dann graduell zu einem Abbau der körperlichen Funktion kommt. Das heißt, das Wichtigste ist, diese Grenzen erkennen zu lernen, ausreichende Pausen einzuplanen, immer wieder rechtzeitig Stopp zu machen, bevor man drüber geht. In meiner Erfahrung ist das bei Long-Covid so, wenn man das umsetzt, und das wäre eben das Wichtige, das den Leuten möglichst frühzeitig zu sagen, aber wenn man das umsetzt, dann kommt es in sehr, sehr vielen Fällen zu einer Stabilisierung und dann einer langsamen Besserung. Diese Besserung ist nach wie vor frustrierend langsam, aber es ist zumindest dann diese Abwärtstendenz gestoppt, und das wäre die Erfahrung generell von postviraler Fatigue, dass sich sowas dann durchaus im Verlauf von mehreren Monaten wieder auch komplett geben kann. Ja, das wäre meine große Hoffnung, aber umso wichtiger ist es eben, die Leute in der Frühphase von Long-Covid eben wirklich einzuschärfen, wenn sie diese Verschlechterung nach körperlicher Anstrengung, kognitiver Anstrengung bemerken, und das sind teilweise wirklich sehr enge Grenzen, Geschirrspüler ausräumen, Stiegen raufgehen und so weiter, dass man dann eben Sorge tragen muss, dass man über diese Grenzen nicht drüber geht. Tut man es schon, kann es halt einfach zu Langzeitproblemen kommen. Alles klar, also eben schauen, wo die Belastungsgrenze liegt und versuchen, sich in diesem Rahmen zu bewegen, ohne sich zu überanstrengen. Frau Dr. Ellert, Sie haben die Hand gehoben. Ich habe jetzt im Patientenkontakt so die Erfahrung gemacht, dass die Patienten teilweise die Symptome, die sie haben, missdeuten oder gar nicht im Sinne von einer Belastungsintoleranz deuten. Die sagen einfach, ich habe immer Kopfschmerzen. Und wenn man dann mal dezidiert reinfragt, ob die Kopfschmerzen wirklich immer gleich sind oder ob die nicht in Wellen und belastungsabhängig kommen, dann ist es schon so. Und wenn man dann fragt, ob die vielleicht auch sowas wie Muskelschmerzen oder Gelenkschmerzen haben, dann kommen die eigentlich erst in dem Moment, wo man nachfragt, darauf, dass da was ist, erkennen das aber selbst gar nicht. Und man muss vielen scheinbar erstmal klar machen, dass es schon Zeichen gibt, die diese Überlastung anzeigen. Ja, ich habe jetzt kürzlich eine junge Patientin gehabt, die sagt, sie hat nur Kopfschmerzen. Und wenn man dann, wie gesagt, wenn man fragt, was ist mit der Muskulatur? Ja, manchmal habe ich so ein bisschen Muskelkater. Und dann, wenn man dann fragt, ist es denn wirklich wie Muskelkater oder ist es eigentlich anders? Dann ist es nämlich anders. Dann ist es eher wie so ein diffuser Gliederschmerz. Ja? Und da muss man die Leute für sensibilisieren, dass die Zeichen erkennen dieser B- und Entlastung und Überlastung. Sehr spannender Input, dass halt die Patientinnen und Patienten darauf auch gar nicht kommen und denken, es sind Kopfschmerzen oder eben Muskelkater. Dabei handelt es sich um was ganz anderes. Sie haben jetzt genau darüber gesprochen und sowohl Frau Stefano als auch Frau Peller haben sich gemeldet. Ich nehme an, Sie wollen was dazu sagen. Frau Stefano, bitte. Ja, einerseits, um das zu veranschaulichen, was der Herr Dr. Stingel gesagt hat, zu veranschaulichen von der Seite der Betroffenen, was das eigentlich heißt,
dem zu folgen, was er einem rät. Also ich laufe nur mal mit der Pulsuhr herum, weil ich habe von ihm einen Maximalpuls errechnet bekommen, den ich nicht überschreiten darf. Es ist relativ, für gerade Leute, die auch Sport gemacht haben und einen bestimmten Puls nicht überschreiten dürfen, sie wissen, wie schwierig es ist, in diesen Grenzen zu bleiben. Mein persönlich errechneter Puls, der ist bei jedem individuell, das heißt, der ist jetzt nur an sich für mich, liegt bei 110 maximal. Wenn man das einmal kontrolliert und dann eben so, wie er gesagt hat, weiß, okay, Geschirrspüler ausräumen, da bin ich schon drüber. Bett überziehen, das ist eine Sache von sicher einer ganzen Stunde, weil ich dazwischen einfach immer wieder mich hinsetze und dann warte, bis es wieder geht und dann mache ich das Nächste. Also es ist wirklich etwas, was dein gesamtes Leben, deinen gesamten Alltag einfach beeinträchtigt und dir einen komplett neuen Tenor gibt. Auf der einen Seite ist das beängstigend und frustrierend, so wie er auch gesagt hat. Auf der anderen Seite muss ich sagen, habe ich gerade jetzt in den letzten Wochen und seit ich auch diesen Maximalpuls genannt bekommen habe, einfach gemerkt, mein Körper zwingt mich dazu, ich sage jetzt extra nicht, der Dr. Stingel zwingt mich dazu, weil es ist nur seine Empfehlung, aber mein Körper zwingt mich dazu, nur eine Sache zu machen, was eigentlich auch wieder cool ist, weil wir machen so viele Sachen gleichzeitig und merken gar nicht, was unser Körper hier eigentlich für uns leistet. Ich bin jetzt gerade fähig, eine Sache gleichzeitig zu machen. Das heißt, telefonieren und währenddessen irgendetwas anderes machen, mit den Armen schnell bewegen und so weiter, geht schon nicht. Da geht der Puls schon wieder extrem rauf. Also einfach nur, damit man sich veranschaulichen kann, inwieweit wirklich das unseren Alltag beeinträchtigt. Und wenn ich auch noch zu Frau Dr. Ellert etwas sagen darf, weil sie gemeint hat, das Hauptproblem, wenn jemand sagt, ich habe nur Kopfschmerzen und dann gibt es noch viele, dann fragt man näher nach und dann ist es eigentlich noch etwas anderes. Das ist auch so ein Merkmal dieser gesamten Erkrankung. Erstens ändern sich die Symptome immer wieder und zweitens ist immer irgendetwas das Stärkste. Das heißt, es ist so, eine Zeit lang war bei mir, weil ich auch eine Hörminderung während der Akutinfektion hatte, die sich dann zu einem langzeitigen Tinnitus entwickelt hat. Da gab es zum Beispiel letzten Herbst eine Zeit, da war dieser Tinnitus so extrem stark, dass ich alles andere wiederum vergessen habe und eigentlich mir gedacht habe, na, ich habe eigentlich nur das, bis ich drauf gekommen bin, nein, Moment, ich habe ja auch noch die Gelenkschmerzen und auch noch die Erschöpfung und auch noch und so weiter. Und das ist, glaube ich, auch so eine Sensibilisierung, so wie Frau Dr. Ellert gesagt hat, dass man den Betroffenen einfach sagt, seid achtsam und hört auf euren Körper und schaut, was er euch für Zeichen gibt. Denn es ist einfach eine Vielzahl von Schmerzen, eine Vielzahl von Symptomen, die dann plötzlich aufscheinen, die man vielleicht auch als solches noch gar nicht kennt und deswegen nicht wahrnimmt. Aber seinen Körper lernt man während so einer Erkrankung auch komplett neu kennen. Was auch nicht unbedingt schlecht ist, muss ich auch sagen, auch wenn es wirklich zart und mühsam ist. Aber also auf der einen Seite positiv bleiben, man lernt seinen Körper neu kennen, man konzentriert sich auf eine Sache, gleichzeitig muss man die Belastungsschwelle seines Körpers auch ganz genau kennen, um sich nicht weiter in die Überbelastbarkeit vorzustoßen. Frau Preller, bitte, Sie hatten vorher auch die Hand gehoben. Danke. Ich würde mich da gern anschließen. Es ist für Außensteher oft sehr schwierig zu verstehen, was ist jetzt mit uns los, weil das Problem ist zum Teil, wir schauen gesund aus und wir können auch für beschränkte Zeit relativ normal funktionieren, wenn wir uns sehr anstrengen. Dass ich aber einen sehr eingeschränkten Alltag habe, weil eben ich habe eine Pulsbeschränkung und ich habe auch eine Energiebeschränkung. Ich kann 3 Stunden am Tag, 4, wenn ich Glück habe, was Aktives machen. Und dann muss ich meinen Tag schon wieder abschließen und ich muss schauen, dass ich die wirklich für die wichtigsten Sachen in meinem Leben im Moment verwende. Und vorher war ich ruhig 15, 16 Stunden am Tag dauerhaft aktiv und das war kein Problem und das ist eine riesige Umschaltung. Und man kann, wie gesagt, mit dieser Pacing halt sehr wenig machen und damit muss man sich auch mal abfinden, dass es dann einfach auch, wenn es vorbei ist, ist es vorbei. Dann, auch wenn der Tag für andere Menschen noch 8 Stunden lang weitergeht, für mich ist sie abgeschlossen. Und zu was Frau Ellert gesagt hat, für mich war es am Anfang auch mit meiner Symptomatik, weil es so, wie gesagt, es war in Wellen, es war sehr unterschiedlich, wechselnd in Stärke. Und ein Teil vom Long-Covid, ein sehr anwesender Teil, ist diese Brain Fog, diese
Benommenheit im Hirn, wodurch man sich nicht konzentrieren kann. Man kann nicht mit mehreren Sachen gleichzeitig sich irgendwie beschäftigen. Man hat ein sehr schlecht, also ich habe ein sehr schlechtes Kurzzeitgedächtnis. Ich vergesse alles, was ich nicht aufschreibe. Und manchmal im Gespräch verliere ich auch den Faden sofort. Und wenn man diese Einschränkung kognitiv schon hat, ist es natürlich auch viel schwieriger, um in Wörter zu fassen, was wirklich passiert. Da hatte ich am Anfang sehr große Probleme und erst wenn ich dann in Selbsthilfegruppen andere Leute ihre Geschichte gelesen habe, habe ich gedacht, okay, das habe ich auch und das habe ich auch und okay, ist das auch ein Symptom? Okay, das wusste ich nicht, aber das habe ich auch. Und wie Alexa auch sagt, ein gewisses Symptom ist immer stärker als alle anderen und die kriegt Vorrang. Und sehr viele Sachen habe ich gar nicht abklären lassen, so wie zum Beispiel ein Tinnitus oder zum Beispiel Sehprobleme. Ich habe sicher, wenn ich müde bin, sehr viele Probleme mit scharf sehen. Und ich bin gar nicht dazu gekommen, diese abzuklären. Weil wenn du schon zum Internisten, zum Kardiologen, zum Lungenfacharzt, zum Neurologen und danach noch zum Psychologen musst, dann hast du schon als Patient genug zu tun. Und das ist das Problem. Unsere Energie ist so eingeschränkt, dass diese Abklärung alleine schon alle Energie rauben, die wir haben. Und ich muss auch noch essen und hoffentlich auch einmal duschen. Es werden als häufigste Symptome bei Long-Covid eben auch Kopfschmerzen, Müdigkeit, Gliederschmerzen, Atemprobleme, Gedächtnisverlust oder halt eben Konzentrationsschwächen aufgelistet. Eine Frage, die jetzt sehr oft aus dem Standardforum jetzt schon kam, ist, ob es Hinweise auf erhöhte Risiken gibt, wenn man zum Beispiel Vorerkrankungen hat, beziehungsweise auch unerkannte Vorerkrankungen. Ah, Herr Stingl, bitte. Ich glaube, dass da wieder auch wichtig ist, diese Unterscheidung jetzt, was eh schon noch ein paar Mal kam, zwischen Leuten, die hospitalisiert waren und Leuten, die einen milden Verlauf hatten, der nicht im Spital geendet hat. Gerade bei den hospitalisierten Menschen, das sind ja dann generell die, die schwereren Verläufe haben, da gibt es natürlich Vorerkrankungen, die gewisse Risiken dann bergen, dass da einfach längerfristig Probleme auftreten. Vor allem bei den Leuten, die nach einem milden Verlauf Long-Covid entwickeln, die haben oft keine Organschäden, das sind oft jüngere Leute. Da gibt es eine Studie aus Kanada, glaube ich, von so einer Long-Covid-Ambulanz, die 100 nicht hospitalisierte Patientinnen und Patienten untersucht haben, 70% davon Frauen und eher im jüngeren Spektrum. Also im Prinzip, also das auch, was man kennt von anderen postviralen Fatigue-Syndromen, eher jüngere Leute, vermehrt weiblich, ist auch genau dieses Bild, das man bei ME/CFS, bei dieser chronischen Form hat. Das sind Leute, die haben keine Risikofaktoren, das sind Leute, die haben keine Vorerkrankungen und die werden auch sehr gut durchgecheckt. Also ich sehe kaum Leute, die kommen zu mir, die nicht intensiv schon lungenfachärztlich oder internistisch durchgecheckt sind, also bis zum Herz im R und so weiter. Ja. Also da kann man schon ausschließen, dass da wirklich gröbere, also zumindest für uns messbare Organschäden passiert sind und trotzdem geht es diesen Leuten schlecht. Aber das ist schon ein anderes Kollektiv von Betroffenen als die im Spital liegen, die oft älter sind, oft eher männlich sind und gewisse Vorerkrankungen haben. Also hier ein Unterschied, den man offensichtlich auch feststellen kann, was jetzt auch eine Frage noch aus dem Standardforum ist, bevor wir uns dann gegen Ende bewegen, ist, was das alles jetzt für die Zukunft bedeutet. Auf wie viele Betroffene müssen wir uns einstellen? Wird das ein Thema sein, das uns noch jahrelang beschäftigen wird? Was ist da die Einschätzung der Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner? Wir machen jetzt einfach nach der Reihe nach. Frau Preller, bitte. Ich denke, dass wir davon ausgehen können, ob es jetzt 5% oder 10% oder 20% sind, je länger wir warten mit passender Versorgung, auch zugeschnitten auf Fatigue und auch bewusst von das Risiko der Chronifizierung in ME/CFS, wenn diese Hilfe nicht kommt, dass je schneller diese Hilfe da ist und je besser sie organisiert ist, desto kleiner werden die Langzeitfolgen für uns alle sein. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt. Das ist das, was wir am dringendsten brauchen. Danke, Frau Preller. Herr Strenger, Sie haben die Hand gehoben.
Ich glaube, die Frau Stefano war vor mir, aber ich... Also ich glaube, wie sehr uns das beschäftigen wird, wird sehr davon abhängen, wie viele Leute sich damit noch infizieren, und das wird sehr davon abhängen, wie viele Leute sich impfen lassen. Also ich glaube, noch wichtiger, also es ist ganz wichtig, dass man darüber redet, wie man das managt oder behandelt. Aber glaube ich, wie bei allen Erkrankungen ist es noch wichtiger, darüber zu reden, wie man die Prophylaxe betreibt, wie man das verhindert. Und da muss man schon sagen, je mehr Leute geimpft sind, umso weniger werden erkranken, und umso weniger erkranken, umso weniger werden auch an Long-Covid entwickeln. Deswegen glaube ich, muss man sagen, dass die Impfung wohl auch gegen Long-Covid, nicht nur gegen Covid, sondern auch gegen Long-Covid wirkt. Und das wird, glaube ich, wesentlich sein, wie die Pandemie. Wir werden das SARS-CoV-2 nicht loswerden. Das wird uns weiter verfolgen oder begleiten oder verfolgen, je nachdem. Aber wie stark das ist, wie viele davon betroffen sein werden, das hängt eben davon ab, wie viele Leute sich impfen lassen. Damit haben Sie, ohne es zu wollen, eine Frage aus dem Standardforum beantwortet. Da hat nämlich auch jemand gefragt, ob eine Covid-Schutzimpfung auch vor Long-Covid schützt. Frau Stefano, Sie waren, glaube ich, die Nächste. Ja, vielen Dank. Da möchte ich auch genau daran anknüpfen, genau das ist es, was halt wichtig ist, dass die Leute wissen, es kann jeden treffen, und gerade die jungen Leute, so wie Sie es vorher auch genannt haben, und wir sind die Workpower von morgen, wir sind die Workpower der nächsten Jahre, wenn wir jetzt spät oder nicht oder falsch behandelt werden und deswegen vielleicht chronisch krank werden, dann sind wir einfach auf Dauer zum Teil auch arbeitsunfähig. Was das wirtschaftlich heißt, kann man sich wahrscheinlich gar nicht wirklich ausrechnen. Wenn man bedenkt, was eine zum Beispiel die Kosten pro Jahr einer solchen interdisziplinären Spezialambulanz kostet, die wir brauchen, gegenübergestellt mit den Kosten einer Person, die auf Jahre arbeitsunfähig ist, dann steht das in keiner Relation. Und dann ist natürlich hier die Prävention auch, so wie Sie sagen, ganz wichtig, und auch eben für die Leute, die es leider doch bekommen haben und darunter leiden, dann eben eine mittlerweile doch schnelle, richtige Behandlung wichtig. Wir arbeiten tatsächlich auch jetzt in der Patienteninitiative gemeinsam mit dem Gesundheitsministerium an einer Awareness-Kampagne, genau deswegen. Wir waren da heute auch bei einem Termin, der sehr positiv ausgefallen ist. Wir haben da noch leider keine Daten oder sonstiges, beziehungsweise irgendein Datum, an dem wir sagen können, dass es da schon fixiert wurde. Aber da wird im Hintergrund sehr stark gearbeitet, einfach auch um den Leuten klarzumachen, was das ist, und um die Leute, gerade die jungen Leute, zu sensibilisieren, dass es auch sie treffen könnte. Prioritäten setzen und vor allem auch an die Prophylaxe denken. Frau Dr. Ellert, Sie haben die Hand gehoben. Was ist Ihre Einschätzung, Ihre Meinung? Ja, ist ja zu befürchten, dass jetzt mit der dritten Welle eigentlich eine Long-Covid-Welle kommt, weil in den ersten beiden Wellen ja bevorzugt die älteren Jahrgänge betroffen waren. Das ist ja gar nicht das klassische Long-Covid-Patientengut oder Klientel. Die greifen jetzt ins Infektionsgeschehen ein, und ich denke, dass in 3-4 Monaten wir mit ganz anderen Long-Covid-Zahlen leider zu tun haben werden. Und die Zeit muss man jetzt, glaube ich, nutzen, um dagegen zu steuern und irgendwelche Konzepte zu schaffen. Ne? Und was, glaube ich, ein Problem ist jetzt aus der Erfahrung aktuell, dass wir ja viele Betroffene in medizinischen Berufen haben, also überdimensional zu anderen Sparten. Und dass die aber gerade ja schon, das weiß man ja aus anderen Krankheitswellen und aus allgemeinen Krankenständen, einen viel, viel niedrigeren Krankenstand als Normalbevölkerung haben. Der ist ja nur ein Drittel oder ein Viertel. Und genau das passiert jetzt auch wieder. Die Long-Covidler im Gesundheitswesen gehen trotzdem arbeiten und kriegen auch da von Arbeitgeberseite, auch wenn wir im Krankenhaus sind, kein Verständnis. Und die arbeiten im Drei-Schicht-System und die arbeiten Vollzeit und arbeiten eigentlich permanent über ihre Grenzen. Und wenn man die Leute sieht, weiß man genau, warum das chronifiziert und warum die das nicht loswerden. Und ich glaube, dass, wie gesagt, das haben wir jetzt im Gesundheitswesen, haben wir schon die hohen Zahlen, aber mit der dritten Welle werden die auch in anderen Sparten kommen. Und da muss man irgendwie vernünftig mit umgehen, auf Arbeitgeberseite. Und ich habe keine Ahnung, wie man das umsetzt. Die Leute können halt nicht Vollzeit in ihren Jobs arbeiten.
Es gibt aber, gibt es wahrscheinlich in Österreich genauso wenig wie in Deutschland. Es gibt ja nicht die Möglichkeit, ich komme jetzt mal nur halb, weil das geht jetzt mal 6 Monate nur so. Das funktioniert bei uns ja nur so, wenn ich langfristig krank bin oder eine stationäre Reha mache und dann eine Wiedereingliederung mache, die ich dann stundenweise irgendwie gestalten kann. Aber es kann niemand nach einem leichten Verlauf sagen, ich arbeite jetzt mal die nächsten Monate reduziert. Das gibt es im Grunde genommen nicht. Und gerade in den medizinischen Berufen wird dann halt gegen alle oder über alle Grenzen gearbeitet. Ja, und dann kommt es dazu, dass gerade die jüngeren Frauen vermehrt betroffen sind, die sich dann noch um Kinder kümmern müssen oder um die pflegebedürftigen Eltern. Also das sind ja so Doppelt- und Dreifach-Konstellationen, denen man da irgendwie gerecht werden muss. Das finde ich extrem schwierig. Also das ist, finde ich, halte ich für ein extremes gesellschaftliches Problem. Frau Dr. Ellert spricht hier gleich mehr als eine Problematik an. Es gibt sehr viele Baustellen, an denen offensichtlich gearbeitet werden muss, sowohl in Deutschland als auch in Österreich. Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Herr Strenger, Sie haben die Hand gehoben. Ich nehme an, ich habe Ihnen Worte in den Mund gelegt. Nein, ich wollte vorher noch zu mein Plädoyer für die Impfung noch ergänzen, dass man jetzt aus rein wissenschaftlicher Sicht schon dazu sagen muss, dass es für einen Beleg, dass die Impfung auch vor Long-Covid schützt, noch ausständig ist. Das muss man korrekterweise natürlich sagen. Man kann davon ausgehen, dass es eben, wenn die Impfung schützt vor der Erkrankung, in den meisten Fällen, und daher wird es auch vor Long-Covid schützen. Denkbar wäre natürlich trotzdem, dass es, wir wissen ja, dass die Impfung vor allem vor schweren Erkrankungen schützt, vor Hospitalisierung schützt, möglicherweise aber nicht so gar nicht unbedingt hundertprozentig vor einer Infektion schützt, also vor einer Unerkannten zum Beispiel. Das heißt, es wäre natürlich schon, ich würde jetzt nicht schwarz malen, aber ich möchte es nur als Ergänzung dazu sagen, dass natürlich theoretisch auch nach einer Impfung eine Infektion stattfinden könnte, die zu Long-Covid führt. Und das wissen wir noch nicht so, weil noch zu kurz geimpft wird. Aber trotzdem möchte ich das Plädoyer am Schluss dann noch einmal wiederholen. Ausgehen kann man schon davon, wenn man sich mit einer Impfung vor der Infektion oder Erkrankung schützt, dass auch das Long-Covid dadurch reduziert oder das Risiko vermindert werden kann. Auch wenn es noch nicht hundertprozentig bewiesen ist, jetzt aus wissenschaftlicher Sicht. Also hatte ich recht, ich habe Ihnen leider Worte in den Mund gelegt, das tut mir leid. Aber Stichwort Schlussplädoyer. Wir würden jetzt langsam aber sicher zum Ende unserer Gesprächsrunde hier kommen. Aber davor gibt es noch eine Schlussrunde, in der im Endeffekt das gilt. Haben wir irgendwas nicht besprochen, was Ihnen noch auf der Seele oder am Herzen liegt? Gibt es irgendetwas, was Sie noch ansprechen wollen? Etwas, was Sie loswerden wollen? Jede in der Gruppe ist gefragt, wenn man noch was loswerden möchte. Jetzt ist der Zeitpunkt dafür. Einfach Hand heben. Gut, einer hat sich gemeldet, Herr Dr. Stingel. Zwei haben sich gemeldet, super. Herr Dr. Stingel, bitte sehr. Ich glaube, das Wichtigste ist, was es auch wieder kam, es geht sicher darum, möglichst Long-Covid-Verläufe zu verhindern, und das wird nur funktionieren, wenn sich möglichst wenig Leute anstecken. Ich glaube, es ist wichtig zu sagen, dass die Wahrscheinlichkeit für junge Menschen, Corona unbeschadet zu überstehen, wesentlich größer ist als die Wahrscheinlichkeit, dass man langfristige Folgen davon trägt. Aber trotzdem ist es wichtig, auch zu informieren darüber, dass Long-Covid real ist. Und in meiner Wahrnehmung hat das leider viel zu spät begonnen. Das ist jetzt seit 2-3 Wochen irgendwie so ständig in den Medien. Ja. Das kriege ich mit, weil aus einem bizarren Grund ich ständig gefragt werde, weil sich sonst keiner damit beschäftigt. Ja. Aber davor ist das nicht vorgekommen. Und ich denke schon, dass es zumindest für manche Leute das individuelle Risikoverhalten ein bisschen beeinflussen würde, wenn man wüsste, es besteht zumindest diese Möglichkeit. Ja. Die andere Sache ist natürlich, nachdem man es nicht hundertprozentig verhindern wird können, dass Long-Covid auftritt, geht es dann sekundär darum, halt, und da ist leider frustrierenderweise jetzt mal primär Pacing. Ich weiß, es gibt auch medikamentöse Ansätze, auch experimentellere medikamentöse Ansätze, immer wieder auch Berichte über Wunderheilungen durch Impfung, durch Ivermectin, was auch immer. Ja. Aber dass man einfach verhindert durch die richtigen Maßnahmen, die Chronifizierung zur ME/CFS zu verhindern, weil ME/CFS, dieser Zustand, der dann nach längerer Dauer dieser postviralen Fatigue auftritt, ist wesentlich schwerer reversibel, wenn er überhaupt reversibel ist. Ja. Und man muss auch dazu sagen, ich freue mich jetzt sehr, dass diese Wahrnehmung sich für das Thema geändert hat. Ich freue mich sehr, dass es jetzt Ambulanzen geben wird, hoffentlich immer mehr für Long-Covid. Man muss ganz ehrlich sagen, für Leute, die ME/CFS haben, gibt es gar nichts. Also das ist ein Zustand, den man definitiv verhindern muss, weil da schaut es dann noch drüber aus als jetzt für Long-Covid, wo man zumindest jetzt momentan eine gewisse Aufmerksamkeit für dieses Thema hat. Ja. Also ich denke, ich meine, ich weiß, viele von den Leuten, die jetzt sich möglicherweise anstecken werden, wenn das alles aufsperrt, sind nicht geimpft. Das ist natürlich bis zu einem gewissen Grad
jede Infektion immer verhindern kann, wäre eine gute, wäre sehr positiv. Also hier Präventionsmaßnahmen und Bewusstsein schaffen. Frau Preller, bitte. Ich möchte mich gerne da auch anschließen. Wir sind uns als Long-Covid-Patienten der erste Stunde sehr bewusst von das Risiko, dass wir chronifizieren und CFS-Patienten werden. Wir versuchen es daher auch, wir trennen es schon, aber die zwei sind sehr verbunden für uns. Und es wäre auch wirklich unsere Hoffnung, dass diese Long-Covid-Ambulanzen dann im Endeffekt nicht nur Long-Covid-Patienten dienen, aber dann auch, weil sie eben schon ein sehr, sehr tiefgehendes Wissen zu Fatigue rasch ansammeln, was leider wirklich im Moment sehr fehlt in Österreich, dass diese Ambulanzen dann auch umgesetzt werden können für Fatigue-Patienten, egal in welcher Form. Das ist uns ein sehr großes Anliegen. Was aber klar gemacht werden muss, und das ist schon kurz angesprochen worden durch die Frau Ellert, wir sind jetzt als Patienten oft derjenige, der unsere Ärzte erklären müssen, wie sie mit uns umgehen. Und genau deswegen ist es auch sehr wichtig, dass in die neuen Maßnahmen, die wir jetzt schaffen und die Versorgung, die wir schaffen für Long-Covid-Patienten, dass wir als Patienten auch eine Stimme bekommen. In England wird das so schön umschrieben mit not about us, without us. Und ich finde, dass es in diesem Sinn sehr wichtig ist, dass wir als Patienten inkludiert werden, in welche Sachen für uns organisiert werden. Und das ist unsere große Bitte als Organisation an die Organisationen, die Leitlinien erstellen, die Entscheidungen treffen zu Ambulanzen und auch zur Anerkennung der Krankheit. Und diese Sache schaffen wir aber nicht, ohne dass unsere Regierung sagt, wir sehen da den Bedarf, wir verstehen, dass man in ein überlastetes Versorgungssystem das nicht aus der Luft zaubern kann. Und wir verstehen, dass da investiert werden muss, um diese Patienten zu versorgen. Und das ist unsere große Hoffnung, dass die Politik das bald auch einsieht. Vielen Dank für Ihre Meinung, noch Ihre letzten Abschlussworte. Frau Stefano, Sie sind das Abschlusswort liegt bei Ihnen. Zusätzlich bekommen Sie ein Kompliment aus dem Standardforum. Jemand bedankt sich für das erste Küchenregal im Hintergrund eines Zoom-Meetings. Bücherregale seien 2020. Bitte sehr. Vielen lieben Dank dafür. Da werde ich es einfach noch ein bisschen weiter nach links drehen, damit man noch mehr davon sieht. tatsächlich war genau das auch wäre mein Schlusswort gewesen, was Marte gerade gesagt hat, den Wunsch äußern, dass hier die Patienten wirklich mit einbezogen werden. Das ist jetzt perfekt formuliert. Als zweites würde ich wirklich auch noch gerne einen Dank anbringen. Erstens an alle Ärztinnen und Ärzte, die uns bereits so wunderbar unterstützt haben. Wir haben wirklich einen großartigen Ärztepool um uns herum. Und ich bin mir sicher, dass dieser Ärztepool noch wachsen wird und dass es viel mehr noch Fachpersonal auch uns Therapeutinnen und Therapeuten geben wird, die da sich auch dem Thema annehmen und einfach die Patienten ernst nehmen. Und auch natürlich auch an die Medien. Also vielen Dank an Sie hier, das Standard.at, dass Sie uns diese Möglichkeit auch geben, diese Plattform hier zu nutzen und einfach auch dieses wirklich wichtige Thema und natürlich uns als Betroffenen ein Herzensthema auch, dass wir hier dazu Stellung beziehen dürfen. Vielen Dank. Ja, dann bin ich wohl wieder an der Reihe. Ich bedanke mich von meiner Seite an alle hier anwesenden Gesprächsteilnehmerinnen und Gesprächsteilnehmer. Es war wirklich wahnsinnig spannend. Wir haben sehr viel Neues erfahren, hoffentlich. Ich bedanke mich auch bei der Standard.at-Community, an jeden und jede, der diese Diskussion hier mitverfolgt hat und im Live-Ticker kommentiert hat, Fragen gestellt hat. Wir konnten natürlich jetzt nicht in diesen anderthalb Stunden jede einzelne Frage beantworten, aber ich glaube, wir haben doch vieles gut beantworten können und besprechen können. Ich bedanke mich recht herzlich bei allen, die heute hier mitdiskutiert haben und eben geschaut haben und mitkommentiert haben. Und für alle, die diese Diskussion jetzt vielleicht nicht ganz gesehen haben oder mittendrin eingestiegen sind oder jetzt ist es am Ende und jetzt ist es eh schon fast zu Ende, das Ganze wird natürlich auch noch hochgeladen werden und man wird sich das auch im Nachhinein noch ansehen können. Und zusätzlich wird die Diskussion auch für die Printausgabe des Standard im Ressort Gesundheit/Forschung nochmal zusammengefasst. Und
Von meiner Seite noch einmal ein herzliches Dankeschön. Ich belasse das Schlusswort allerdings nicht bei mir, sondern übergebe an Olivera Stajic und verabschiede mich von meiner Seite für diesen Abend. Vielen Dank. Ich möchte mich auch bedanken bei Ihnen und auch bei den Usern und Userinnen und danke für Ihre spannenden Fragen. Ich hoffe, ich habe nichts Wichtiges übersehen. Sie können aber auch alles nachlesen in unserem Gesundheitsressort. Ich verlinke nochmal in unserem Forum die wichtigen Artikel, die wir bis jetzt dazu hatten. Schönen Abend Ihnen allen. Wiedersehen.